Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu Let's Play City Skyline und unsere Stadt wächst und wächst und wächst. Eine kleine Vorabinformation, lasst doch gerne auch ein Like da auf Facebook und lasst auch sehr, sehr gerne ein Like bzw. ein Folgen auf Twitter, damit ich oder damit ihr auch immer wieder auf dem neuesten Stand seid, was die Folgen angeht. Und es würde mich persönlich auch freuen, wenn ihr euch da auch hier und da, ja, genau, einbringen könnt. Das heißt, ich werde euch da regelmäßig Informationen geben zu dem Standpunkt aktuell. Werdet Status-Updates jedes Mal haben, beziehungsweise aktuell nur auf Twitter. Das wird dann später natürlich ausgeweitet auf Facebook. Je nachdem halt, wie viele Likes man da generieren kann, beziehungsweise bekommen kann. Dankeschön. Das ist eigentlich das, was ich am Anfang sagen wollte. So, meine Freundin. Ich muss noch den Timer einstellen. Da ist er. Genau. So, da können wir jetzt auch richtig mit der Folge anfangen. Das heißt, dieser Monolog oder diese Information am Anfang war rein technisch gesehen. Das heißt, es geht nicht von der Let's Play-Folge ab. Und ja. Ich gehe weg davon. Ist eh noch ein Chaos. Das ist doch nicht wahr. Hier schon wieder so ein richtiges Chaos hier. Wir müssen bald einen größeren Kreisverkehr hier reinsetzen. Das können wir machen. Können wir doch eigentlich jetzt machen. Wieso denn auch nicht? Das heißt, das hier natürlich erweitern. So, so, so und so. So, so und ja, genau, kann man so lassen. Das hier natürlich auch verändern. So. Ja gut, das können wir hier natürlich nicht verändern, weil das hier im Weg ist. Aber das ist ja soweit vollkommen in Ordnung. Ampelmäßig kann ich leider nur noch hier drüber ausschalten. Das heißt, über den Traffic Manager an sich ist das gar kein Problem, aber es ist halt ziemlich, ja, hier und da doch schon ziemlich nervig, wenn man das immer wieder hier drüber auswählen möchte. Aber wenigstens funktioniert es, weil die andere Mod, die ich dafür installiert habe, nicht mehr funktioniert. Gut, so ist das halt. Muss man halt damit klarkommen und genau so. So und so und so und so und so und so. Wir müssen das hier natürlich alles neu belegen, dass die hier halt trotzdem wieder aufziehen oder einziehen. Und den Kreisverkehr möchte ich hier halt unbedingt behalten, weil das ziemlich cool ist. So, das heißt, wir können jetzt hier auch unser Wohngebiet wieder ein bisschen erweitern, beziehungsweise müssen uns um das Industriegebiet hier kümmern. Ich überlege gerade, ob ich mit etwas, ob ich jetzt mit den dickeren Straßen arbeite. Einfach mal, um zu testen. So. Müssen wir halt jetzt so ein bisschen bauen. Das heißt, ist halt immer so, dass ich hier zwei rausgeben muss und so. Aber die dicken Straßen sind doch tatsächlich für das große Vorhaben hier, das heißt für das Industrieviertel, deutlich besser als die kleineren, sage ich jetzt mal. So. Das heißt, nein, so kann man das nicht machen. Wir machen das so. Und können da ja auch noch Bäumchen daneben stellen. So. Ist das nicht wunderschön?
Doch, das ist einfach nur wunderschön. Da kann man nichts gegen sagen. So, das hier bauen wir noch hin. So. Und das ist halt ziemlich gut platzfüllend hier. Das muss man schon sagen. So, den Rest lassen wir hier. Das werden wir später noch dazu machen. Nicht, dass wir hier tatsächlich wieder die Probleme bekommen mit den... da ist kein Platz und bla und blups und Fisch und Auto und ach, was auch immer. Ihr kennt ja das leidige Problem und daher müssen wir da auch mal ein bisschen... Natürlich, hier fehlt Wasser. Logisch. Wie komme ich da nur drauf, dass ich das einfach freigebe? Was für ein scheiß Bürgermeister bin ich nur. Ja, es tut mir leid, dass ich das mal vergesse, ja. Wer kann dann gleich denken, dass ihr am Einzugstag Wasser wollt? Ja, das ist sehr komisch, dass es tatsächlich war. Ach, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. 1, 2. 1, 2. Perfekt. Mann. Das war doch kein Fehler, sondern das war ausgeklügelte Technik. Also, zumindest im Traum war es ausgeklügelte Technik. So. Wir müssen uns jetzt doch noch ein bisschen mehr um die Sicherheit hier kümmern. Man merkt, die Polizei kommt nicht nach. Kein Problem, ich denke mal, wenn wir jetzt nicht das gleiche Problem kriegen wie damals auch, sollten wir das in den Griff bekommen. So, die hier auf jeden Fall noch nicht. Das wäre ja sinnlos, wenn wir die hier jetzt schon hinbauen lassen. Wasser natürlich brauchen wir hier. Und zwar nehmen wir dann auch gleich... Die teuren Leitungen, die teuren Wasserleitungen. So, ach, das ist natürlich ärgerlich, dass man da erst ins Klo greift. Und jetzt kann man zum Beispiel auch schon Schulen bauen. Genau, das ist das, was ich nämlich noch machen wollte. Wir müssen uns jetzt dringend drum kümmern, und zwar auch hier um die Brandsicherheit. Dass wir hier noch eine Feuerwehrwache hinbauen und am besten hierhin noch. Und das ganze Geld verpulvern. Ohne dass man das wollte. Sehr ärgerlich. Manchmal denke ich aber auch nicht nach. Manchmal ist es einfach so, haben, haben, haben. Und dann scheiße. Um es auf Deutsch zu bringen. Und dann denkt man sich tatsächlich, so geht's nicht weiter. Aber okay. Jeder macht mal Fehler, ne? Und hier kommt ein großes... Genau, das ist schön. Jetzt habe ich schon wieder kein Geld für eine Schule. Aber wir müssen unbedingt uns um das Abwasser kümmern. Weißt du, jetzt werden sie auch noch krank deswegen, weil ich stundenlang darauf nicht aufpasse. So, oh, guck mal, hier ist eine kleine Reihenhaussiedlung. Oh, jetzt habe ich... Oh, schade. Schaut euch das an, das sieht ja mal richtig nice aus. So, jedes Haus gleich ist teilweise schon ziemlich nice, muss man sagen. Also muss ich sagen, nicht muss man sagen. Hier kommt eine Schule hin. Wir haben eine Dings von 454 und haben jetzt mit den 600 die Kapazität natürlich erhöht. Hierhin kommt noch eine Schule hin und dann... ist das soweit schon wieder gegessen. Hier haben wir keinen Bedarf. Hier haben wir ebenfalls keinen großartigen Bedarf. Was ich noch machen werde, ist hier noch eine Straße hinbauen. Genau. Und dann haben wir halt hier auch Übergänge ohne Probleme. Und das ist eigentlich ein guter Schnitt hier so aller zwei. Es ist eine sehr gute Idee eigentlich. Und ja, genau. Passt auf, dann werden wir hier noch ein paar Parks hinbauen. Um halt einfach auch paar. What the fuck? um auch das Glücklichkeitslevel, sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen zu erhöhen. Damit sich die Häuser hier eventuell erweitern oder vergrößern natürlich. Klar haben wir dadurch auch weniger Einwohner aktuell. Ach, das ist ja bei weitem noch gar nicht so schlimm. So, darlehenmäßig haben wir noch 3,8 zu zahlen. Sind wir sehr, sehr gut im Plus. Brauchen Industrie.
Können wir hier noch zwei freigeben natürlich, ist gar kein Problem. Blau braucht man nicht, wir brauchen Wohnraum, brauchen wir. Geben wir hier wieder, oder geben wir hier alles frei. So, und dann haben wir das auch schon mal. Und jetzt wollte ich mich langsam um den Verkehr kümmern, das heißt hier um das Busdepot, das kostet 30.000. Müll brauchen wir, sehe ich gerade. Wir brauchen neue Müllanlagen. Gar kein Problem für mich. Also hier kriegen wir hin. Das hier ist schon 54% voll. Auch gar kein Problem. Schade ist mal, dass wir nicht irgendwie erweitern können. So wie bei SimCity. Dass man hier zum Beispiel sagt, wir bauen hier noch ein paar Verbrennungsanlagen hin, sodass wir mehr Kapazität haben. Aber ja, so ist das halt. Ne? Man kann halt nicht alles haben. Hier wird langsam der Strom knapp, sehe ich. Das heißt, wir müssen hier uns auch langsam mal drum kümmern. Und es kostet glatt mal 12.000. Ja, das ist eine horrende Summe, muss man sagen. Also 12.000 ist jetzt nicht mal eben so aus der Hand geschüttelt. Das heißt, wir müssen zwangsläufig noch den großen Darlehen aufnehmen, damit wir halt hier vorsorgen können für... die nächsten, ja, Stromzeiten, sage ich jetzt mal. Dadurch, dass ich jetzt noch keine Million habe, leider Gottes wahrscheinlich auch niemals bekommen werde hier, so schnell, müssen wir uns halt einfach mal hier ein bisschen so drum kümmern. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen sollte das gar kein Problem sein. Also wir sollten das tatsächlich ohne Probleme hinbekommen. Straßenmäßig müssen wir uns auch langsam drum kümmern. So geht das natürlich nicht. Also, oder ist es ganz schlecht, wenn wir das so weiter behandeln. Ich wollte hier mal in den Park schauen, wie sich das hier hält. Ja, hier sind schon ein paar Leute. Das heißt, 36 Besucher in der Woche sind hier ziemlich gut. Also, hier sind es 34, auch ziemlich nice. Ja, es wird, also die Stadt baut sich jetzt langsam und sicher auf. 5 von 3000 Verstorbene sind hier aufbewahrt und das ist alles vollkommen, ja, perfekt, will man schon sagen. Dafür, dass ich jetzt erst 3 Aufnahmen getätigt habe, das hier ist auch unter Kontrolle aktuell. Okay, jetzt wird es hier langsam nicht mehr so perfekt, weil wir halt weniger, weniger Leute wohnen haben. Das wird sich natürlich alles auch in den nächsten Stunden, sage ich jetzt mal, also in den nächsten Spielstunden normalisieren. Das heißt, mal so ist okay, aber es war ja hier das komplette Gebiet. Jedes einzelne Haus, was hier damit zu tun hat, war ja damit voll. Das heißt, da nicht genügend Kunden, da nicht genügend Kunden und so weiter. Und das ist halt schon ziemlich auffällig, dass da... ja, dass da irgendwas nicht so sein soll oder nicht so läuft, wie es eigentlich laufen soll. Und da habe ich mir dann gedacht, wie gesagt, hören wir erstmal auf, machen wir erstmal so weiter und gucken uns das in Zukunft an. Und wie gesagt, es war so nach einer halben Stunde Spielzeit ungefähr. Nein, so war es nicht gedacht. Ich kann aktuell leider nicht meinen Steam Account reinschauen. Egal. Aber wie gesagt, nach einer halben Stunde Spielzeit war das praktisch so, dass man hier nicht mehr genügend Waren hatte, nicht genügend Einkäufe, obwohl man hier von dem blauen Zeug alles vollgebaut hat. Das heißt, so, dass es halt ohne Probleme laufen sollte. Aber okay, das war dann anscheinend doch nicht so und naja, hat man sich dann dazu entschieden, das zu lassen. Ich meine, hier mal ist überhaupt gar kein Problem. Diese zwei Gebäude tun überhaupt nicht weh aktuell. Da entstehen neue. Schade natürlich, dass die pleite sind. Ne? Muss man schon dazu sagen. Aber so weit sage ich mir auch. Das ist, sind Peanuts, die ich dadurch verliere.
wenn ich überhaupt was dadurch verliere. Und daher alles vollkommen normal. Und ich werde mich jetzt um das Bus-Depot gleich kümmern. Und zwar werde ich zuerst das hier machen. Moment. Werden wir das hier nehmen und so machen. Damit es halt einfacher hier geht. So. Wir müssen uns hier ums Wasser kümmern. Habe ich vergessen. So. Ich werde es niemals lernen. Das könnt ihr. Das ist einfach so. Das werdet ihr auch noch ganz öfters oder noch ganz oft von mir sehen, dass ich hier keine Wasserleitungen lege. Weil ich es einfach vergessen habe oder sonst irgendwas passiert ist. Oder keine Ahnung, weil es hier explodiert ist.